So, da sind wir zu Teil 2, diesmal ohne Handschuhe, weil ich muss das Ding vernünftig bedienen können. Hier haben wir jetzt unseren Verstärker mit ausgefahrener Antenne. Ja, er hat eine Latte. Ja. Okay. Haben hier unsere Lautsprecher neben. Können Sie unser Gerät hier schon einschalten? Da sieht man schon an den LEDs, dass das problemlos läuft. Ich hatte jetzt durch Zufall einen AC-DC-Adapter 12 Volt rumliegen. Kriegt man aber bei eBay auch schon für 2,49. Wir haben jetzt hier zum Beispiel laut Display einfach das Radio. Ich habe jetzt einen USB-Stick noch hier für eventuelle MP3-Wiedergabe. Braucht man einfach nur drehen. Auch zu viel gebaut. In den Städten Haben dagegen hier ist dann viel noch zu die wenig gebaut. Dadurch Höheneinstellungen. haben wir natürlich gerade in Köln oder in Düsseldorf die Situation, dass gerade auch Studenten Und hier. natürlich können wir dann auch, wie gesagt, nochmal kurz hier dann auch zum Beispiel SD oder zum Beispiel per USB Musik wiedergeben. Da können wir dann einfach hier, sieht man schon den Track mit Uhrzeiten, dann auch vor- zurückspulen, genauso wie man jetzt nach Radiosendern etc. suchen kann. Ja, ziemlich einfache Wiedergabe, könnte man sagen, ne? Mit diesem tollen Equalizer, die einen eigentlich keine Sau braucht. Der allerdings auch noch mit der Einstellung hier verstellbar ist, was jetzt Lautstärke angeht oder zum Beispiel Ladezeiten oder Zufallsklamotten. In diesem Sinne sind wir schon durch und ich mache Feierabend für heute.